Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es doch ist, so ein süßes kleines Küken hier zu stricken und dann zu filzen. Mit einer ganz neuen Idee, dass man zwei Wollsorten kombiniert. Dazu braucht ihr ein Knäuel Filzwolle. Ich habe hier naturfarbenes und es muss die Lauflänge haben zwischen 50 und 60 Meter, dann stimmt die Dicke. Eine Nadel, ob Rundstücknadel oder normal, das ist ganz egal, in der Stärke 8 bis 9. Und dann eine solche Franselwolle, ob jetzt in Gelb- oder Braun-Gelbtönen, das ist euch überlassen. Dazu Reste in Dunkelbraun, in Beige und so ein klein bisschen in Orange, alles in Filzwolle. Und jetzt zeige ich euch, wie einfach das geht. Ihr nehmt die Filzwolle und schlagt erstmal 26 Maschen an. Ich zeige es einmal ganz kurz, wenn es zu schwierig ist. Ich habe das auch in der Strickschule, wie Maschen angeschlagen wird, dann guckt da noch mal nach. Das ist jetzt eine etwas kompliziertere Art, aber in der Maschenschule ist dann eine ganz einfache. Und dann machen wir 26 Maschen. 26 Maschen sind jetzt angeschlagen. Jetzt nehmen wir die Franselwolle, den Anfang und binden die ganz eng an die letzte Masche dran. Knoten, bisschen runtergezogen. So, und jetzt stricken wir mit beiden Garnen immer nur rechte Maschen. Das ganze Küken wird wieder nur in rechts gestrickt, was am einfachsten ist. Und dann stricken wir jetzt eine Reihe hier darüber. Alles an rechte Maschen. Eine Reihe ist nun gestrickt und wir fangen jetzt an mit dem Abnehmen. Dazu wird die erste Masche abgehoben, die zweite wird rechts gestrickt und die hintere wird auf die vordere gemacht. So, und dann stricken wir die Reihe ganz rüber. Und dann wird jetzt immer auf dem Anfang der Reihe die erste Masche abgehoben, die zweite Masche gestrickt und die hintere über die vordere gezogen. Und so stricken wir nach und nach ein Dreieck. Also eine Reihe darüber gestrickt, wenn wir am Anfang abgenommen haben. Die letzte Masche kommt jetzt von dieser Reihe. Diese bitte nur abheben, das heißt Faden nach vorne, letzte Masche auf die Nadel stecken, herumdrehen, so, die erste wieder abnehmen, die zweite stricken und die erste darüber. Und das machen wir so lange, bis wir nur noch eine Masche übrig haben. Dann haben wir ein wundervolles Dreieck gestrickt. Nach dem ganzen Abnehmen ist dieses Dreieck entstanden. Wir haben oben die letzte Schlaufe hängen gelassen vom Stricken und wir nehmen jetzt eine dicke Häkelnadel, was ihr zu Hause habt, eine 5er, 6er, 7er, 8er, das ist egal. Wir klappen das Dreieck zusammen, haben oben unsere Häkelnadel, machen eine Luftmasche und häkeln jetzt da schön die beiden Teile mit festen Maschen zusammen. Das machen wir dann schön ordentlich. Als Hilfe wäre noch zu sagen, wir haben ja hier unten ein Fädchen hängen und das kann man hier durchziehen und ein bisschen verknoten. Dann ist es einfacher, dass man unten auch gleichmäßig auskommt, dass nichts übrig übersteht. So, dann haben wir hier schon mal geschlossen und jetzt häkeln wir die beiden Teile zusammen, dass das geschlossen ist. Das Teil ist nun zusammengehäkelt auf der Seite, der Faden ist abgeschnitten und jetzt nehmen wir die Filzwolle in Beige, gehen hier oben an die Spitze, ziehen uns den Faden durch, machen eine feste und dann 7 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und gehen in dieselbe wieder rein und machen eine Schlaufe. So, jetzt machen wir 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 und gehen in die untere Masche. So, und haben jetzt hier so zwei Schläufchen. Das machen wir jetzt bitte erstmal. Jetzt kommen wir zum Schwänzchen. Dann machen wir genau das gleiche. Einmal durchziehen, eine feste Masche und jetzt da unterschiedlich zwischen 8 und 10 Luftmaschen und machen wir lauter Schlaufen. 5 Stück insgesamt. In 2 Maschen hinein verteilt, dass es wie so eine kleine Blume wird. Insgesamt brauchen wir jetzt da 5 Schleifen. Mal eins unten drunter. Dann kann man es auch drehen. Und macht jetzt da 5 Schleifen. Ihr seht, sind jetzt 5 Schlaufen entstanden. Das ist dann das Schwänzchen. Stehen tut das Kügelchen schon. Jetzt nehmen wir den Rest Orange und machen den Schnabel. Wir machen zuerst eine Luftmasche und dann noch 2 obendrauf. So, in die erste Luftmasche machen wir jetzt ein Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen, herumdrehen, ein Stäbchen. So. Und dann machen wir noch eine Luftmasche und noch eine drauf. Und das ist schon unser Schnabel. Wir schneiden ab, ziehen durch und knicken diesen Schnabel. Und jetzt in dieser Mitte nähen wir ihn hier an. Einfach ein oranges Fädchen genommen und so angenäht. Einfach hier in der Mitte. Das habe ich schon mal hier gemacht. Da ist der Schnabel dran. Das ist jetzt auch noch ungefilzt, aber fertig. Dann einfach die Augen aufgestickt mit einem dunklen Filzfaden. Und jetzt fehlen uns noch die Flügelchen. Eins ist schon fertig. Da nehme ich das dann ohne die Fransenwolle. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Flügelchen macht. Das ist ganz, ganz einfach, so ähnlich wie wir den Körper gemacht haben. Und zwar schlagen wir da an nur 10 Maschen. Das reicht vollkommen. Das macht ihr jetzt bitte mal 10 Maschen anschlagen. 10 Maschen sind jetzt auf der Nadel. Wir stricken eine Reihe rechte Maschen darüber, ohne den Beilauffaden, ohne den Fransenfaden, weil dann wirken die Flügelchen schöner. Wer es natürlich anders da möchte, macht es noch dabei. So. Und jetzt machen wir auf einer Seite immer 2 Maschen abnehmen. Also die erste abheben, die zweite stricken, die hintere über die vordere, die nächste stricken, die hintere über die vordere. Das machen wir aber nur auf einer Seite, immer auf der gleichen. So. In der nächsten Reihe stricken wir wieder drüber hin. Und vorne, wo wir eben abgenommen haben, nehmen wir die nächsten beiden ab. Also erst abheben, zweite stricken, noch eine stricken, hintere über die vordere. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir keine Maschen mehr haben. Zum Schluss sind noch 2 Maschen auf der Nadel. Dann stricken wir die letzte dann durch, nehmen die hintere über die vordere. Schneiden den Faden etwas großzügiger ab, weil wir damit dann den Flügel an den Körper nähen und ziehen das nochmal durch. So, und ziehen es durch. So, jetzt ist das Flügelchen fertig. Alle Teile sind jetzt gestrickt für das Küken. Und jetzt nehmen wir die Flügel an. Das ist ganz einfach. Man braucht auch nicht groß die Fäden vernähen, weil Filzwolle verfilzt, wie gesagt, in der Waschmaschine und man kann dann nachher nur noch die lockeren Fäden abschneiden. Wir gehen einfach hin und nähen das hoch und runter hier dran. Kann auch mal einmal wieder zurück stechen.
mit der Nadel und dann durchziehen. Und dann nähen wir das Flügelchen an der Seite an. Ich lasse die ganzen Filzwollfaden immer hängen, filze sie mit und schneide nachher dann mein Filzteil in Form. Die Fäden von der Franselwolle müssen natürlich abgeschnitten, müssen vernäht werden und dann abgeschnitten werden, weil die ja nicht verfilzen, damit nicht der Anfang oder das Ende aufgeht. Jetzt noch das zweite. Das näht ihr bitte hier auf und ich zeige euch nochmal, wie der Schnabel angenäht wird. Einen Knoten in die Hälfte knicken, sich das merken, durch die Hälfte durch, dass wir es erstmal verbunden haben mit dem Faden. So, jetzt nehmen wir das Küken hoch, eine Hand nach innen, suchen uns die richtige Stelle, so, und nähen das einfach so dran, nach außen den Stich. Zweimal da, zweimal auf der Seite. Einmal, zweimal. So, den können wir dann abschneiden. So, und schon ist unser Schnabel dran. Jetzt nehmen wir noch den dunklen Faden. Und nähen uns zwei Augen daran. Stecken wir auf. Knoten, ein bisschen über den Schnabel, einfach ins Gestrick rein. Und dann sticken wir als auf der Stelle ein paar Mal hin und her, bis ihr denkt, oh, das Auge ist groß genug, gefällt mir. Und das machen wir natürlich auf beiden Seiten. So, Äuglein fertig. Hier kann man es abschneiden. So, und dies wäre unser Küken jetzt vorm Filzen. Das Küken kommt jetzt in die Waschmaschine. Wenn es geht, alleine in die Waschmaschine, denn dann filzt das am schönsten nicht noch mit anderen Wäschestücken. Ich meine, wenn ihr zwei, drei Küken macht und noch einen Hahn und eine Henne, ist das natürlich auch möglich. Das kommt in die Waschmaschine bei 40 Grad pflegeleicht mit einem Becher Flüssigwaschmittel ohne Weichspüler. Das ist ganz wichtig und ich tue dann immer noch zwei Tennisbälle hinein. Dann wird das Ergebnis noch viel schöner. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht so ein Franselküken haben, dann könnt ihr natürlich das mit der gleichen Wolle ohne die Fransel machen. Das wäre dann diese Ausführung etwa. Bunte Flügelchen hier angenäht, die Backen, die kleinen, hier könnt ihr sehen dann bei der großen Henne, bei dem Hahn. Ansonsten ist es gleich und das ist euch dann überlassen und es ist ein wunderschöner Eierwärmer für den Ostertisch oder einfach zum Spielen für eure Kinder. Das kommt immer sehr gut an.